Hi, in diesem kleinen Video zeige ich euch kurz die Steuersoftware TAX 2019. Das ist die gleiche Software, die sich sonst immer als Steuersoftware bezeichnet. Steuer 2018, 2019, die es beim Aldi und beim Lidl gibt. Kurzer Einblick in die bisherige Steuersoftware, Steuer 2017, die ich hatte, die dann auch im 20. die man jedes Jahr neu kaufen muss, übrigens. Ja, so sieht die beim Aldi aus. Und da, die habe ich euch vorher mal ganz grob gezeigt. Einkommensteuer, dann sagt man, okay, draufklicke und dann kommt der neue, kann man neue Steuerding machen. Steuererklärung anfangen. Und jetzt ist es so, da man die ja jedes Jahr neu kaufen muss, habe ich jetzt mir gedacht, dann buche ich mir doch eine. Gucke ich nach unter der Originalsoftware, die quasi nicht umbenannt ist. Die läuft dann bei Buhl. Die kann man dann hier bei Buhl direkt runterladen in so Art Jahresabo. Die gibt es dann hier so für 12 Euro, also für 13 Euro jährlich. Die kann man dann auch anrechnen lassen. Da zahlt man quasi insgesamt 8 Euro zum den Dreh rum. Kann man download und dann kann man sich das mit einem jährlichen Abo machen. Der kostet jährlich 12 Euro. Also ist leider so. Ne? Das ist bei der anderen Software auch. Jetzt starten wir die, wenn man die hier runterklappt, man kann es installieren oder die online kaufen und dann kann man es direkt runterladen. Wenn man das runtergeladen hat und den gekauft hat, dann ist so ein Schlüssel dabei, den Schlüssel mit eintrage, dann ist das quasi hier gleich fertig. Ihr seht, das ist nahezu gleich. Branding ist ein bisschen anders als solches. Macht man hier 2019 ist für die Einkommensteuererklärung 2018, das sagt man neu. Dann hat man jetzt quasi, kann man die Themen auswählen, die man machen möchte. Da kann man sagen, ich bin Arbeitnehmer, ja, ich habe Kapitalerträge, nein. Immobilien habe ich auch nicht, Rente auch nicht. Freiberuflich habe ich zum Beispiel, Gewerbetreibende bin ich jetzt nicht. Landwirtschaft auch nicht. Also kann man sich da ein bisschen vorab schon mal Sache erleichtern. Ersatzleistungen auch nicht. Da muss jetzt eine Abgeordneten hatte ich auch nicht. Private Veräußerungsgeschäfte, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht. Ausländische Einkünfte, weiß ich jetzt alles nicht. Da kann man manche Sachen offen lassen, andere wieder bla 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 bla. Sonderausgaben, Kinder, ja, Spenden, Mitgliedsding, nein. So, wenn man da jetzt Ausbildungskosten habe ich jetzt hier auch nicht, könnte ich, wenn ich bei meinen Kindern irgendwas machen würde. Pflegebetreuung, nein, Heim und Dings auch nicht, nein. Steuerermäßigung bei Belastung für Erbschaftssteuer, Kulturgüter. Unterhalt von bedürftigen Personen auch nicht, Ehegattenunterhalt und Ausgleich, das wäre natürlich schön, habe ich leider auch nicht, Rentenverpflichtung und dauernde Lasten, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass man da Rentenbeitrag mit drin ist, Leistungen, wiederkehrende ausländische Einkünfte, das lasse ich jetzt mal alles so. Und wenn man das gemacht hat, dann geht man jetzt auf dieses Bearbeiten. Und beim Bearbeiten kommt jetzt quasi der normale, reguläre Ablauf. Wenn man, da trägt man jetzt seine, einfach die einfachen Daten nochmal eintragen. Man kann normalerweise auch am Anfang die, beim Start die Sache mit reinholen. Da gibt es irgendwo so ein Programmauswahl, aber auf jeden Fall, wenn man jetzt einfach, wenn man diese Themen vorab gemacht hat, dann macht man jetzt Persönliches, sagt man Arbeitnehmer, Lohnsteuerbescheinigung, die man hat, Vermögensleistungen, das steht alles da mit drauf, Werbungskosten. Und zusätzliche Sache, ich glaube, bei die hatte ich vorher schon mal gezeigt gehabt, für, wo haben wir denn die? Freiberufliche und selbstständige Tätigkeit. Wer also ein bisschen zusätzlich gearbeitet hat, hat es seine Sache da mit drin. Und dann am Schluss kann man es dann quasi direkt an die Elster schicken. So, und wie gesagt, was ich hier zeigen wollte, ist diese Software, die muss man jedes Jahr neu machen und dann hat man die neue mit drin. Und da gibt es auch so einen Import ganz am Anfang, einen Import, der die
Von der alten Steuererklärung, die da so aussieht, Steuer 2017, also Aldi-Version sieht nahezu gleich aus. Da kann man dieses, wenn man das letztes Jahr gemacht hat, kann man importieren, wie heiße ich, wie ist mein Konto oder so, und dann ist das auch schon gut. So viel zum Thema und ich hoffe, ihr macht euer Steuer rechtzeitig. Übrigens, wenn ihr so wie ich auch immer mal wieder zu spät dran seid, dann ist ein ganz einfacher Vorgang. Man ruft beim Finanzamt an. Das ist wirklich kein Problem. Also ohne Scheiß. Anrufe, sage, ich bin mit der Steuer nicht fertig. Dann sagt die, wie ist Ihre Nummer? Wie viel Zeit brauchen Sie noch? Dann, also in Nürtingen ist so. Dann sagt sie, okay, wer Monat Zeit noch? Ja, dann habe ich gesagt, Monat Zeit. Und dann gibt es, trägt sie ein, gut bis 25. Und damit ist es auch schon gut. Und das kann man nochmal machen. Man sagt, nicht fertig wurde, weil ich eine neue Software braucht habe. Ja, Download, wusste nicht, da, wie schwer das ist. Dann gibt es nochmal ein paar Tage, schimpft auch immer. Dann ist auch schon gut. Und wie gesagt, wenn man hier fertig ist, dann geht die Unterlage direkt raus. Und kann relativ einfach sein. Wie gesagt, 12 € und dann Daumen hoch.